Wie lassen sich Buchpublikationen in das PR-Konzept von Non-Profit-Organisationen integrieren? Welche Zielgruppen werden mit Buchpublikationen besonders gut angesprochen und welche Themen eignen sich dafür? Wie gestaltet sich eine realistische Zeitplanung und Budgetierung und welche redaktionellen und vertrieblichen Herausforderungen sind mit einem Publikationsprojekt verbunden? Diese und weitere richtige bzw. wichtige Fragen zum Thema mit Publikationen gezielt nach außen wirken, besprechen wir nun mit unserer heutigen Expertin. Ein ganz herzliches Willkommen an Sandy Lunau von WBG Publishing Services. Sandy Lunau hat Literaturwissenschaften studiert und arbeitet heute als Akquise-Lektorin bei WBG Publishing Services. Falls es Ihnen so geht wie mir und Sie nicht ganz genau wissen, was das bedeutet, als Akquise-Lektorin ist man verantwortlich für die Akquise von Publikationsprojekten. Zudem hat Sandy Erfahrung mit der Arbeit in und mit NPOs. Und mein Name ist Bea Pessler. Ich bin vom Haus des Stiftens und übergebe nun direkt an dich, liebe Sandy. Schalte mich später wieder dazu. Viel Spaß. Ja, danke schön. Vielen Dank für die nette Einführung, Bea. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle dabei sind. Ich freue mich heute, mit Ihnen über dieses Thema sprechen zu dürfen, beziehungsweise etwas vortragen zu dürfen aus dem Verlagsumfeld, was Ihnen vielleicht auch weiterhelfen kann für geplante Buchpublikationen oder die Überlegung, ob man das in das eigene Marketingkonzept vielleicht integrieren sollte oder das PR-Konzept. Genau. Und ich möchte jetzt zunächst einmal kurz zeigen, was ich vorbereitet habe oder was ich vorhab mit Ihnen heute. Allerdings, genau, geht jetzt auch die Präsentation weiter. Genau, also einmal würde ich vielleicht ganz kurz erzählen, was die WBG ist, also wie dieser Verlag sich genau gestaltet, weil das ist eine ein bisschen eine besondere Stellung, die wir haben innerhalb des Verlagsmarktes. Einfach nur mal so zum Kontext. Sie wissen, wo ich herkomme. Aber das werde ich sehr kurz halten. Genau. Und dann wird es eben weitergehen zu der Frage, warum sollte man überhaupt Corporate Books oder Buchprojekte für NGOs oder NPOs anstreben? Welche Zwecke und Ziele kann man damit verfolgen? Und welche Bedeutung hat das Buch denn überhaupt noch in diesem Medienportfolio, was einem eigentlich zur Verfügung steht? Und wie kann man das da einordnen? Genau. Dann möchte ich kurz die Frage beantworten, was kann ein Verlag in so einem Projekt für eine Non-Profit-Organisation bieten? Welche Services kann man erwarten? Und was kann man vielleicht auch selber übernehmen? Es gibt ja tatsächlich auch ganz viele Self-Publishing-Infrastrukturen inzwischen. Also man muss es ja nicht unbedingt mit einem Verlag machen, aber es hat natürlich alles gewisse Vor- und Nachteile. Und dann natürlich auch die Frage, wenn ich mich für einen Verlag entscheide als Partner für eine Publikation, wie entscheide ich mich denn für den richtigen? Genau, und dann zuletzt noch so ein bisschen was Konkretes aus unserem täglichen Publikationsalltag. Wie läuft so ein Buchprojekt ab? Wie sind die Schritte? Wie kann man sich das zeitlich vorstellen? Was gibt es zu beachten, auch was zum Beispiel Ausstattung angeht? Genau, also das ist das, was wir vorhaben hier heute. Und ich beginne jetzt einfach mal, indem ich tatsächlich mit der Vorstellung weitermache. Und dann würde ich auch noch mal so ein kurzes Stimmungsbild abfragen lassen von Bea, wie es bei Ihnen denn bisher in den Organisationen ausschaut, was Publikationen angeht. Genau. Also die WBG ist im Grunde ja ein Fach- und Sachbuchverlag, aber wir sind nicht nur das, wir sind auch ein Verein und insofern eben eine nicht kommerzielle Verlagsgesellschaft. Also wir dürfen zwar wirtschaften, aber wir müssen alles reinvestieren, was wir erwirtschaften. Und wir haben auch einen klaren Förderauftrag, der auch in unserer Satzung festgeschrieben ist. Also Bildung, Wissenschaft und Kultur fördern wir. Und eigentlich ist unser Auftrag, Geisteswissenschaften in der Gesellschaft zu stärken und ihnen dort Sitz und Stimme zu geben. Genau, wir haben eine 70-jährige Geschichte und bei uns kann man Mitglied sein, weil wir eben ein Verein sind. Und wir haben inzwischen 85.000 Mitglieder, wobei sehr viele davon eben an den Universitäten ansässig sind, aber auch viele Institutionen sind bei uns Mitglied. Und Mitglieder der WBG profitieren eben von besonderen Konditionen, zum Beispiel, wenn es um unser Buchprogramm geht.
Da bekommt man eben Rabatt. Aber wir haben auch andere Angebote, wie zum Beispiel eine Kulturcard, wo man dann Kulturinstitutionen besonders günstig besuchen kann oder auch zum Beispiel bei Sonderveranstaltungen teilnehmen kann. Und es gibt auch noch organisierte Lesekreise. Also es gibt ein breites Angebot. Können Sie sich ja bei Interesse gerne einmal näher anschauen auf unserer Homepage. Genau. Das Programm der WBG besteht eben zum Großteil aus Sachbüchern mit dem Schwerpunkt in den Geisteswissenschaften. Wir haben aber eben auch Studientitel, also Einführungsbände und immer mehr auch Fachliteratur direkt von den geisteswissenschaftlichen Lehrstühlen bei uns im Angebot. Also ursprünglich war das ja auch mal so das Anliegen der WBG, Forschungsliteratur günstig verfügbar zu machen. Aber im Laufe der Zeit haben wir uns eben zum klassischen Verlag entwickelt und da ist das populäre Sachbuch eben auch immer wichtiger geworden, weil man natürlich auch im Buchhandel irgendwie stattfinden möchte und wissenschaftliche Publikationen im Buchhandel ja eine schwierige Position haben. Genau. Wir leben auch den digitalen Wandel mit, also auch bei uns gibt es natürlich E-Books zu erwerben und dazu komme ich dann aber gleich noch ganz kurz. Das Thema Open Access ist bei uns auch ein großes Thema. Also da geht es ja eben darum, wissenschaftliche Publikationen im Internet kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Also für alle diejenigen von Ihnen, die vielleicht mit Wissenschaft zu tun haben oder sich in einem solchen Kontext bewegen, ist das sicherlich nichts Neues, was ich da jetzt gesagt habe. Aber andere, die sich in anderen Kontexten bewegen, hören das vielleicht ja zum ersten Mal. Genau. Es gehören auch zwei Zeitschriften zur WBG. Das ist jetzt vielleicht für Sie nicht ganz so interessant, aber ich wollte es mal dazu erwähnt haben, ne, weil das sind Titel, die man durchaus auch in den gut sortierten Zeitschriftenläden findet. Und die gehören eben auch zur WBG. Archäologie und Altertumswissenschaft ist ein wichtiges Standbein der WBG, also einer unserer thematischen Schwerpunkte. Genau. So, und die Abteilung, für die ich tätig bin, die Publishing Services, die wurde eben gegründet, um Institutionen insbesondere, aber natürlich auch Akteure aus der Wirtschaft oder aus dem gemeinnützigen Sektor bei der Realisierung von Publikationsprojekten zu unterstützen. Also was wir eigentlich machen ist, dass wir Dienstleistungen zur Verfügung stellen und ja, jeden, der eigentlich Publikationsprojekte plant, dabei unterstützen, diese auch zu realisieren. Und wir nehmen diese dann auch natürlich in unser Programm auf. Und dazu muss man natürlich nochmal gewisse Hürden durchlaufen, aber da gehe ich dann später nochmal genauer drauf ein. Genau. Und eben weil unser Fokus ja sehr stark auch auf der Wissenschaft liegt und auf wissenschaftlichen Publikationen, geht es hier auch ganz stark darum, eben diesen Veränderungsprozess, der sich gerade in den Verlagen abspielt, was das wissenschaftliche Publizieren angeht, auch ja, aktiv zu gestalten. Und das Thema digitales Publizieren spielt da eben natürlich eine ganz große Rolle. Das wird Sie ja vielleicht einfach auch beschäftigen jetzt im Kontext, ne, entscheidet man sich für ein Buch oder eine digitale Publikation. Das ist ja einfach, das sind ja die Möglichkeiten, die man hat. Und vielleicht hat man das Gefühl, es spricht einiges gegen eine klassische, eine konventionelle Buchpublikation. Aber da kann ich, werde ich im Nachgang noch mal mehr einfach dazu sagen, tatsächlich, wie man sich da selber positionieren kann oder wie wir uns da positionieren auch. Genau. Also so viel erstmal zu meinem Hintergrund, zum Kontext und eben zur WBG. Und genau, jetzt hatten wir ursprünglich geplant, dass wir so ein kleines Stimmungsbild abfragen, wie es bei Ihnen in den Organisationen aussieht mit Buchpublikationen beziehungsweise grundsätzlich hinsichtlich Publikationstätigkeiten. Da würde ich dich, Bea, bitten. Genau, sehr gerne. Die Stimme aus dem Off kommt, nicht erschrecken. Wir haben, wie gesagt, eine Umfrage für Sie vorbereitet, die ich jetzt an der Stelle einmal starte. Und zwar würden wir gerne wissen, ob in Ihrer Organisation bereits mit Publikationen gearbeitet wird. Antwortmöglichkeiten relativ einfach, ja, nein, bisher nicht, aber Publikationsaktivitäten sind geplant bei Ihnen. Oder Sie publizieren bereits und überarbeiten Ihr aktuelles Konzept. Die Hälfte von Ihnen hat schon abgestimmt. Wir warten noch einen kleinen Augenblick. Jetzt sind wir schon bei fast 80%. Okay, und dann schließe ich einmal die Umfrage. Vielen Dank fürs Mitmachen und übertrage die Ergebnisse. Und ja, wir sehen, dass 41% von Ihnen bereits mit Publikation arbeitet, 38% von Ihnen noch nicht. Und 15% publizieren bereits und überarbeiten das aktuelle Konzept. Vielen Dank.
Okay. Und dann hatten wir ja tatsächlich noch eine Frage eingeplant, wo es dann um die Publikationsformen geht, also in welchen Manifestationsformen sozusagen Sie Ihre Genau. Publikation an den Mann und die Frau bringen. Perfekte Überleitung. Genau, dann geht es direkt weiter. Wenn Sie gerade Ja angeklickt haben, also wenn Sie schon publizieren, dann würden wir gerne wissen, welche Publikationsformen setzen Sie denn aktuell ein? Sind das Dossiers, Broschüren, Buchpublikationen, Magazine oder Werbeprodukte? Hier können Sie natürlich alles antreffen, alles auswählen, was zutrifft. Wunderbar, ich gebe Ihnen einen kurzen Augenblick. Ah, hier können wir parallel vielleicht schon mal eine Frage nochmal stellen, die sich aber gegebenenfalls gerade auch schon beantwortet hat. Und zwar möchte Fanny gerne wissen, was ist mit Publikation gemeint? Immer eine Buchpublikation oder auch im Umfang einer Broschüre von zum Beispiel nur 20 Seiten? Genau, das hat sich wahrscheinlich, sagt sie selber auch gerade im Chat, hat sich mit dieser Umfrage geklärt. Wunderbar. Gut. Dann schließe ich einmal die Umfrage, kenne das jetzt schon und übertrage Ihnen die Ergebnisse. Und hier sind ganz klare Siegerinnen sind die Broschüren mit 70%. Dann kommen die Magazine mit 37%. 33% von Ihnen publizieren im Werbeprodukte, 22% Buchpublikationen und 7% Dossiers. Dankeschön. Ja, ich danke auch. Ja, das überrascht eigentlich nicht so sehr. Ich denke, dass das Dossier und auch das Magazin, das sind ja sicherlich Publikationsformen, die sich anbieten für die Informationen, die Sie an Ihre Mitglieder, Unterstützer, PartnerInnen weitergeben möchten. Aber sicherlich gibt es, und das hat sich ja auch durch die Umfrage gezeigt, Publikationen, Themen, die sich eben für die Publikation in Buchform durchaus eignen. Genau. Und manche von Ihnen werden sich vielleicht die Frage stellen, ja, ein Buch, braucht es das überhaupt noch? Ist es nicht irgendwie total gestrig? Und wer liest denn überhaupt noch Bücher? Allerdings sind Sie dieser Veranstaltung und vielleicht sind Sie trotz allem Gerede oder aller Entwicklungen hinsichtlich Digitalisierung auch noch sehr buchaffin. Das kann man ja, davon kann man ja einfach auch mal ausgehen. Aber vielleicht reden wir einfach mal kurz darüber, wie das ist mit dem Abgesang auf das Buch. Also trifft es wirklich zu? Und also ich bin natürlich voreingenommen, das sage ich ganz offen dazu. Ich arbeite in einem Verlag und bin selber buchaffin, aber das geht nicht nur mir so, sondern das lässt sich auch mit harten Fakten belegen. Also das Buch ist trotz aller Digitalisierung nicht wegzudenken aus dem Medien, aus der Medienvielfalt. Und ich habe dazu eben auch ein Statement mitgebracht von dem CEO von Penguin Random Books. Und der hat eben vor ein paar Jahren gesagt, dass das globale Buchgeschäft gerade die beste Zeit in seinem Bestehen eigentlich erlebt. Und das kann man eben an dem Wachstum zum einen der Publikationen, die jedes Jahr herauskommen, feststellen, aber auch daran, wie sich die Unternehmen entwickeln. Denn die Verlage, die großen Verlagshäuser, die wachsen und ja, man kann da tatsächlich auch so eine ziemlich große Konzernbildung ja beobachten, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Das ist natürlich steht auf einem anderen Blatt, aber es ist auf jeden Fall eine von einer ungebrochenen Bedeutung des Buches kann man sprechen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass die Digitalisierung das Buch nicht verdrängen muss, denn es gibt ja digitale Publikationsformen. Also das E-Book wäre so das Erste, an das man denkt. Und letztlich spielt diese Entscheidung, ob man nun gedruckt oder elektronisch publiziert in der Verlagswelt, gar nicht mehr unbedingt eine prinzipielle Rolle. In den allermeisten Fällen tut man ohnehin beides, parallel und hybrid. Und diese Publikationsformen laufen sich auch jetzt gar nicht unbedingt gegenseitig den Rang ab. Genau, also Bücher haben nach wie vor eine zentrale Bedeutung und das lässt sich eben ja auch in dem Kaufverhalten ablesen, was man ja auch jedes Jahr im Weihnachtsgeschäft beobachten kann. Ist ja immer noch nach wie vor ein beliebtes Geschenk zum Beispiel. Sie können das übrigens alles sehr gerne nachlesen, auch noch mal ein bisschen ausführlicher lesen vielleicht, in einem Blogbeitrag von einem Autor von uns, Gerhard Lauer. Der hat bei uns ein Buch gemacht zum Thema digitales Lesen. Also da lade ich Sie herzlich zu ein, sich zu diesem Blogartikel einmal durchzulesen oder auch gerne das Buch zu erwerben. Genau.
Gut. Wenn man dann über die Digitalisierung spricht, ne, dann könnte man ja wirklich meinen, okay, das klassische Buch hat so ein bisschen an Geltung verloren. Aber wenn man sich dann mal die harten Fakten anguckt, ist tatsächlich das E-Book im Buchmarkt noch gar nicht so bedeutsam. Also die allermeisten Menschen greifen doch immer noch zum Printbuch. Also das spielt letztlich dann auch für die Entscheidung, macht man eine Buchpublikation oder nicht, ja gar nicht unbedingt so eine große Rolle. Man kann ja auch eine E-Book-Publikation machen oder beides. Aber einfach nur, um das mal anzuzeigen, ne, dass dieses Gegeneinander gar nicht wirklich so vorherrscht. Also das E-Book, da hat man ja mal in der Verlagswelt sehr viel Hoffnung drauf gelegt und gedacht, es wird im Laufe der Jahre irgendwie sehr viel mehr Volumen einnehmen. Aber die Erwartungen sind so ein bisschen enttäuscht worden, beziehungsweise ist einfach dahinter zurückgeblieben. Nur um das mal so kurz einzuordnen. Also es ist, glaube ich, nicht so, womit wir uns sehr viel länger beschäftigen müssen. Genau. Ja, was spricht denn überhaupt für eine Buchpublikation? Ne? Man kann ja auch die Informationen, die man hat, die man übermitteln möchte, mit einem Dossier zum Beispiel ganz gut eigentlich an seine Zielgruppe bringen. Aber das Buch hat eben doch noch gewisse Charakteristika, die es anderen Publikationsformen natürlich voraus hat. Und das liegt zum einen, glaube ich, in dem Charakter, den das Buch so mit sich bringt. Es weckt Vertrauen. Es ist etwas, was wir alle schon von Kindesbeinen an kennen. Es hat so eine gewisse Aura. Vermittelt eine Ernsthaftigkeit. Also man erwartet eigentlich von Dingen, die in Büchern stehen, in aller Regel, dass sie geprüft sind, dass sie richtig sind, dass man sich darauf verlassen kann, was darin steht. Und auch das Buch an sich als Produkt, jetzt nicht nur die Informationen, die darin aufgeführt sind, vermittelt natürlich eine gewisse Wertigkeit. Also das hängt natürlich auch ganz stark damit ab, wie man es ausstattet. Da gibt es ja Variationsmöglichkeiten. Aber so grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass Informationen, die man mit einem Buch seinen Zuhörern vermitteln möchte, dass denen vielleicht eine größere Wertigkeit zugeschrieben wird, als etwas, was ich eben nur in der 20-seitigen Broschüre vielleicht übermittle. Genau. Ja, es steht eben für eine gewisse Langlebigkeit. Also man geht davon aus, dass die Informationen, die darin sind, jetzt nicht so schnell sich überholen. Und man hat natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, in die Breite zu gehen, gewisse Dinge einfach mal wirklich differenziert darzustellen. Das kann man natürlich auch in anderen Publikationsformen oder man könnte es auch durch einen breit angelegten Webauftritt, ne, also Informationen könnte man ja dann auch auf diesem Weg ein bisschen breiter streuen und ein bisschen differenzierter darstellen, sodass man sich das so häppchenweise holen kann. Aber da verliert man ja auch gegebenenfalls dann nochmal seine Zuhörer. Und im Buch kann man das eben so gebündelt und konzentriert alles auf einen Nenner bringen. Das Buch ist für viele natürlich immer noch ein ästhetisches Produkt irgendwo und deswegen bietet es sich natürlich auch für besondere Anlässe an. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Es hat in seiner Gestaltung absolut einen ästhetischen Charakter und darüber lässt sich natürlich auch ganz, ganz vieles vermitteln, was man jetzt an seine Zielgruppe weitergeben möchte. Genau. Und man hat natürlich die Möglichkeit, dadurch, dass man durch die Digitalisierung auf verschiedenen Kanälen auch mit dem Buch kommunizieren kann, dass man viele verschiedene Zielgruppen mit hineinholt in das Boot. Wir machen zum Beispiel jetzt gerade eine Publikation, die ist als Hybridpublikation angelegt, so nennen wir das. Das ist eigentlich ein klassisches Buch, was auch so funktioniert, wie wir das alle kennen, mit Seiten und zum Blättern und zum Lesen und sich reinversenken. Aber dieses Buch hat eben auch AR-Elemente. Man kann es mit einer begleitenden App, also mit dem Handy und mit einer begleitenden App auf dem Handy dann abscannen und darin werden dann zusätzliche Elemente abgespielt, also zum Beispiel 3D-Animationen oder Videos, Fotostrecken. Also da gibt es alle Möglichkeiten der Darstellung. Und das bietet natürlich die Möglichkeit, dass man die klassischen Buchleser dann abholt, die diesen technischen Schnickschnack, sage ich jetzt mal flapsig, drumherum gar nicht wollen und gar nicht brauchen. Aber mit den anderen Angebotsformen kann ich natürlich Menschen nochmal locken oder auch zufriedenstellen, die das erwarten und die das vielleicht auch einfach möchten, dass es da noch eine gewisse Erweiterung gibt in diesen digitalen Raum hinein. Und es bietet ja auch wirklich wunderbare Möglichkeiten, das Ganze nochmal anzureichern und und diesen Buchraum, der ja doch beschränkt ist zwischen zwei Buchdeckeln, nochmal besser auszunutzen. Genau. Also, das Buch ist sehr vielgestaltig, könnte man zusammenfassen und kann eben nochmal so für gewisse Anlässe
der richtige Weg sein, die Leute anzusprechen, die man eben erreichen möchte. Genau, was sind das für Zwecke? Also man merkt es, ich habe es ja eben schon so ein bisschen vorbereitet, das Buch bringt ja einfach so einen Sondercharakter nochmal mit sich. Man macht jetzt ein Buch nicht jedes Jahr, man würde es vielleicht irgendwie alle 10 oder alle 20 Jahre mal machen. Und deswegen ist natürlich ein Jubiläum immer ein guter Anlass, um eine Buchpublikation auf den Weg zu bringen. Also das haben wir wirklich ganz häufig, dass Unternehmen oder auch Vereine oder Stiftungen, wenn gewisse Jubiläen entweder von der Organisation selber oder von einem Namensgeber vielleicht oder einer wichtigen Persönlichkeit innerhalb dieser Organisation anstehen, dass dann eben eine Publikation geplant wird. Und das ist, denke ich, auch wirklich ein guter Anlass, denn dann hat man nicht nur man hat nicht nur diese Inhalte, zum Beispiel Geschichte, die man darlegen möchte der Organisation, sondern man hat auch gleich ein Produkt, was man dann eben auch verschenken kann an zum Beispiel wichtige Partner oder eben Mitglieder. Genau. Jetzt bezogen auf Firmen, das betrifft Sie jetzt vielleicht nicht so sehr, aber könnte es ja auch auf Stiftungen oder andere Organisationen übertragen. Also wenn man eben die eigene Geschichte nochmal darlegen möchte, dann bietet sich das natürlich auch sehr stark dafür an, weil man dann in die Breite gehen kann und man hat die Möglichkeit, Abbildungen sehr schön und prominent darzustellen. Also dafür eignet sich ein Buch natürlich ganz besonders gut. Gründerporträts oder ja, ich habe es eben schon gesagt, ne, wichtige Persönlichkeiten, Namensgeber, Einflusspersonen kann man natürlich darüber auch sehr schön darstellen. Das ist ein weiterer Zweck, für den sich eben eine Buchpublikation gut eignet. Und letztlich gibt es ja immer wieder Situationen, wo man vielleicht seine Außendarstellung nochmal aufpolieren möchte oder das wirklich nochmal in einem größeren Aufwand aktualisieren möchte. Das muss ja gar nicht unbedingt jetzt einen Anlass haben in Form einer Jahreszahl oder eines Ereignisses, was ansteht, sondern das kann ja auch vielleicht irgendwie ein Imagewandel sein, also den man vielleicht selber anstrebt oder eine Strukturänderung. Und da bietet sich natürlich auch einfach, weil man darüber ja auch eine gewisse Ernsthaftigkeit und Langlebigkeit dessen, was man da gerade plant oder vorhat, kommunizieren kann, bietet sich natürlich auch ein Buch an. Sicherlich für alle möglichen Organisationsformen, die ich hier aufgelistet habe. Genau. Und letztlich darüber, dass das Buch, wie gesagt, so eine gewisse Ernsthaftigkeit ja vermittelt, kann man darüber natürlich Mitglieder und Partner sehr gut binden. Also wenn ich ein Buch anbiete, als Geschenk oder natürlich auch einfach so als auch zum Erwerb natürlich, aber wenn ich das in meinem Portfolio mit drin habe, dann bietet das ja nochmal eine ganz andere Form der Auseinandersetzung mit der Organisation, also einfach eine vertiefte Bindung, die man darüber dann verfestigen kann. Genau, jetzt hatte ich ja schon im Einstieg die Frage aufgeworfen, wie entscheide ich mich oder wie gehe ich das Thema an, Buchpublikation? Möchte ich das wirklich alles selber angehen und lösen? Manchmal, wenn man schon Publikationen anderer Natur gemacht hat, hat man ja eigentlich schon Erfahrungen dann auch gesammelt oder man hat vielleicht auch eine Redaktion bei sich in der Organisation sitzen oder hat einfach dann auch mit Dienstleistern schon Erfahrungen. Und dann kann man das theoretisch natürlich auch alles übertragen auf eine Buchpublikation und das selber in Angriff nehmen. Aber es ist natürlich aufwendig, es kostet Zeit, Energie, es kostet Geld. Das kostet natürlich bei einem Verlag auch, aber es ist immer so ein bisschen ein Abwägen, die Frage, von welchen Ressourcen hat man jetzt mehr. Und wenn man sich jetzt natürlich für einen Verlag entscheiden würde, dann wäre es natürlich auch wichtig, dass man den richtigen findet. Denn wie man auf dem Buchmarkt sich platzieren kann und wie man dann auch unterstützt wird, hängt natürlich sehr stark von der Ausrichtung des Verlages ab. Und letztlich ist dann ja, am Ende ja wohl die Haupterscheinungsform oder das, wie man einen Verlag eben wahrnimmt innerhalb des Buchmarktes, doch meistens ja die thematische Ausrichtung, wenn es jetzt um Sachbuch geht. Also bei Belletristik ist es ja doch nochmal irgendwie noch stärker dieses Renommee, die Reputation, wofür der Verlag eben steht, für welche Autoren und Autorinnen. Aber im Sachbuchbereich, über den wir jetzt ja sprechen, geht es letzten Endes ja irgendwo auch um die
Thematik und irgendwie natürlich auch darum, wie ernsthaft oder wie tatsächlich fachlich ist der Verlag dann. Es gibt ja Sachbücher, die gehen eher so wirklich ins Populäre oder in den Ratgeberbereich. Und dann gibt es ja wirklich sehr fachlich, fast schon an der Grenze eben zum richtig wissenschaftlichen Buch ausgerichtete Verlage. Das muss man sich eben überlegen. Und das muss zu einem selber passen, zu der Organisation, für die man tätig, also für die man dieses Buch macht. Und auch zur Thematik natürlich, ne? Wenn man jetzt vielleicht tatsächlich schon eine richtige Fachtagung oder sowas organisiert hat und man möchte ein Tagungsband veröffentlichen, dann platziert man den idealerweise auch in einem wissenschaftlichen Fachverlag. Und wenn man jetzt aber tatsächlich irgendwie ein leichteres Thema oder ein Thema hat, wo man mehr in die Breite gehen möchte, weiß ich nicht, vielleicht irgendwas zu Ökologie, was ja wirklich gerade eine große Bandbreite und eine große Zuhörerschaft auch hat, dann bietet es sich vielleicht an, mit einem Verlag zusammenzuarbeiten, der mehr in die Breite geht, auch von seiner Sprache her, von seinem Programm her einfach. Genau. Ja, Renommee habe ich schon gesagt, wofür steht der Verlag? Ne, das wären dann eher so, jetzt nicht so harte Fakten, sondern so ein bisschen, wie wird er wahrgenommen? Ist es vielleicht ein Verlag, der eher konservativ auftritt, dessen Klientel auch vielleicht eher konservativer ist und dementsprechende Themen auch erwartet? Oder ist es ein sehr moderner Verlag, der irgendwie auf die modernen Themen der Zeit so anspringt und auch in seiner Gestaltung dementsprechend nach außen tritt. Also das sind einfach Dinge, die man sich angucken sollte, bevor man sich dann für einen Verlag entscheidet. Letztlich ist es aber auch so, dass man da ja nicht alleine entscheiden kann, sondern man muss ja schauen, welcher Verlag bietet mir das denn überhaupt an. Also nicht jeder Verlag würde ja einfach so, also würde Publikationsdienstleistungen in dem Sinne anbieten. Aber viele tun das. Also da lohnt es sich tatsächlich einfach auch mal anzufragen oder zu recherchieren, wer macht so ein Angebot. Und durch den Wandel des Verlagswesens geht es ja auch tatsächlich in vielen Bereichen in diese Richtung, ne, dass man eben als Dienstleister auftritt. Genau. Ja, und letztlich sollte man tatsächlich auch die Konditionen einfach vergleichen. Deswegen lohnt es sich eben auch, mehrere Angebote einzuholen, sicherlich. Konditionen, damit meine ich jetzt nicht nur die Kosten, die das Ganze dann mit sich bringt, sondern auch, ja, wie werde ich betreut? Wie kann der Verlag das in seinen Programmablauf einplanen? Also wenn ich ein Buch brauche, weil ein Jubiläum ansteht, bis nächstes Jahr Oktober, dann muss der Verlag mir das ja irgendwie zusichern können, dass er das bis dahin auch realisiert hat. Und darüber muss man einfach ganz offen sprechen und auch klar artikulieren, was man erwartet. Und vielleicht auch so ein bisschen, wo möchte man sich abspielen? Also möchte man tatsächlich irgendwie dieses Buch produzieren, um es an die Mitglieder oder an Partner weiterzugeben? Oder möchte man mit seinem Buch tatsächlich irgendwie auf dem Buchmarkt auch so ein bisschen Sichtbarkeit bekommen? Und da bieten die Verlage eben auch verschiedene Kanäle, haben unterschiedliche Aktivitäten. Das lohnt es sich auch dann zu vergleichen und da gegebenenfalls auch wirklich direkt danach zu fragen, weil nicht jeder das von sich aus vielleicht erzählt oder preisgibt oder ja, Dinge erzählt, die dann vielleicht in der Praxis doch ganz anders aussehen. Also das einfach nur mal so ein bisschen als Handreichung. Da gibt es sicherlich auch noch andere Kriterien, die dann einfach von Organisation zu Organisation, aber auch von Anlass zu Anlass total unterschiedlich sein können. Aber das ist wahrscheinlich jetzt erstmal so das Naheliegendste, worüber man dann eine Auswahl treffen könnte. Und bei Wikipedia zum Beispiel findet sich ja auch eine Liste deutschsprachiger Verlage. Da kann man dann einfach auch mal tatsächlich so ganz trocken durchschauen, was bietet sich denn da an? Denn das ist ja das Schöne, dass wir immer noch sehr, sehr viele Verlage, auch kleine Verlage haben in Deutschland, trotz der Konzernbildung, die es so gibt. Genau. So, wenn ich mich jetzt dafür entschieden habe und ich vielleicht auch sogar schon einen Verlag gefunden habe, dann ist ja ein bisschen auch die Frage, was macht er denn überhaupt für mich und wo kann ich mir denn realistisch erhoffen, dass der Verlag mir Arbeit abnimmt? Und letztlich ist das tatsächlich eine Frage der Absprachen, die man untereinander trifft. Ne? Also man hat oft auch die Freiheit, vieles selbst zu tun, kann sich aber natürlich einfach so von Anfang bis Ende ein Komplettpaket schnüren lassen. Also auch wir machen das, dass wir zum Beispiel sagen,
Naja, Sie können sich das Manuskript auch gerne woanders schreiben lassen. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Publikation, wo wir mit der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte zusammenarbeiten letzten Endes. Also wir haben jetzt nicht den Vertrag geschlossen, aber die sind involviert und schreiben eben das Manuskript. Wir können aber auch sagen, Sie haben noch niemanden. Okay, dann machen wir uns auf die Suche nach einem Autoren oder einer Autorin für Sie. Und manchmal ist es eben so, dass Organisationen auf Verlage zukommen und sagen, okay, wir stellen uns das ganz genauso vor, das ist das, was wir vermitteln wollen, das ist unsere Zielgruppe, dahin soll es gehen. Aber manchmal wissen das vielleicht die involvierten Personen noch gar nicht so ganz genau und haben nur so eine lose Vorstellung davon, was vielleicht passieren soll mit diesem Buch oder in diesem Buch. Und dann kann man natürlich auch das Expertenwissen eines Verlags anzapfen und sagen, könnt ihr uns da bitte einfach mal Ideen sammeln, ein Konzept erstellen und wir unterhalten uns darüber. Aber das ist natürlich ein Austauschprozess. Also da muss man dann auch ein bisschen Input geben. Und am Ende kommt man dann zu einem schönen Konzept, was man gemeinsam umsetzen kann. Genau. Wenn man schon ein Manuskript anderweitig irgendwo hat erstellen lassen oder man hat es selber erstellt oder man hat schon was vorliegen, Textmaterial, dann kann es sich natürlich vielleicht lohnen, das nochmal überprüfen zu lassen, ob es sich gut liest, ob es auch korrekt verfasst ist nach den Regeln der Rechtschreibung und der Grammatik. Und das bieten Verlage natürlich auch an. Also das kann man natürlich auch extern irgendwo machen lassen, aber das ist dann eben diese Entscheidung, die ich bei der vorherigen Folie schon mal angesprochen habe, wie viel möchte man selbst auch organisieren und wie viel möchte man abgeben. Ne? Also auch irgendwie mit einem Lektor, mit einem Korrektor in Verhandlungen zu treten oder diesen ganzen Prozess zu betreuen, bindet ja Energie. Ja, was ein Verlag eben natürlich auch leisten kann, ist es alles, was er dann am Ende gestaltet und erstellt, also von den Grafiken über die Abbildung bis hin natürlich zu Satz und Layout, dann professionell ist, weil wir ja mit professionellen Dienstleistern zusammenarbeiten und das ist ja unser tägliches Brot, einfach dann mit schönen Layouts aufzuwarten und die Informationen, die der Auftraggeber liefert, dann in eine ansprechende, vor allen Dingen natürlich gut konsumierbare Formen zu bringen. Mit Abbildung habe ich jetzt natürlich noch mal ein Thema angesprochen, was sehr wichtig ist und sehr umfassend oft. Und ja, bei der Bildbeschaffung kann man natürlich auch unterstützen, denn das ist oft wirklich ein Thema, was unterschätzt wird, auch wenn es dann um die Rechteklärung geht. Also wichtiges, schwieriges, mit Fallstricken versehenes Thema. Auch da können Verlage ja mit ihrer Expertise, die sie haben, und manchmal haben die ja auch gute Kooperationen mit Bilddatenbanken, mit Bildagenturen, durchaus aushelfen. Genau, ich hatte es eben schon mal angesprochen, immer mehr gibt es natürlich diese Möglichkeiten der Online-Erweiterung. Auch sowas kann man natürlich verhandeln und ausmachen und dann geht das Ganze eben mit ein in die Angebotserstellung, in die Konzepterstellung. Genau, und letztlich sind Verlage natürlich dafür Experten, ein Buch zu platzieren auf dem Markt, ihm Sichtbarkeit zu geben und es auch über alle möglichen Kanäle des Buchhandels verfügbar zu machen. Und ja, Marketing und Vertrieb ist etwas, was manche dann nicht mehr auf dem Schirm haben, weil es eben dann so nachgelagert ist, aber nicht zu verachten und sehr, sehr wichtig. Und was einem, wenn man es selber lösen wollen würde, glaube ich, wirklich viel Aufmerksamkeit und Zeit rauben kann. Genau. Ich habe hier nochmal so kurz einander gegenübergestellt, was man an Vorteilen hat, wenn man zum Verlag geht, aber auch die Vorteile, die man haben kann, wenn man denn jetzt vielleicht sich entscheidet, das Ganze selber zu lösen und selber mit zum Beispiel Print-on-Demand-Dienstleistern oder anderen Buch, also um die Buchproduktion herum angesiedelten Dienstleistern in die Verhandlung zu treten und das selber aufzuziehen. Also das habe ich versucht einfach nochmal darzustellen und würde dazu jetzt eigentlich auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen, weil es sich ja irgendwo auch selber erklärt und das ist vielleicht etwas, was Sie dann im Nachgang auch irgendwie in der Präsentation sich nochmal anschauen können, weil die wird ja zur Verfügung gestellt. Genau. Gut, ja, jetzt haben wir irgendwie darüber gesprochen, okay, mit wem realisiere ich mein Publikationsprojekt? Aber jetzt geht es ja, wenn man diese Entscheidung dann gefällt hat, an die
konkrete Klärung dessen, was damit erreicht werden soll mit diesem Buch und auch, wie man das Ganze womöglich aufsetzen möchte. Genau. Und zunächst einmal ist natürlich wichtig, wen möchte ich adressieren? Also die Zielgruppe sollte natürlich klar sein. Wie viel möchte ich investieren? Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich darüber im Vorfeld Gedanken macht. Und dazu ist es natürlich vielleicht auch einfach sinnvoll, sich erst einmal unverbindliche Angebote einzuholen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was kostet es denn überhaupt? Dann ist auch wichtig natürlich, wie möchte ich mich als Organisation nach außen präsentieren? Möchte ich eher jung und modern auftreten? Möchte ich eher ein konservativeres Publikum ansprechen und bin deswegen auch in meiner Außengestaltung vielleicht eher ein bisschen traditioneller? Also das sind alles so Überlegungen, die man durchaus auch im Vorfeld ruhig schon mal machen kann. Also wenn man dann mit einem Verlag zusammenarbeitet, dann nimmt er das natürlich auf als Schlagworte und Ideen und entwirft dann dementsprechend was. Man muss jetzt nicht schon irgendwie eine Layout- oder Gestaltungsidee im Hinterkopf haben, aber so diese Grundfragen, ne? Das ist natürlich wichtig, dass man das im Vorfeld klärt. Und dann die Frage, was genau möchte ich eigentlich kommunizieren? Was ist mein Anliegen? Und da reden wir natürlich über das Konzept irgendwo. Und ist jetzt so ein bisschen die Frage, möchte ich mich meiner Geschichte wieder selbst vergewissern? Möchte ich mich wieder ins Bewusstsein derjenigen setzen, die eigentlich für mich relevant sind, also dass ich von ihnen wahrgenommen werde? Habe ich gerade einen Imagewandel vollzogen und möchte, dass ich wieder neu wahrgenommen werde? Das sind einfach so Grundfragen, die dann sich auf das Konzept ja ganz klar auswirken. Also zum Beispiel in dem letzten Szenario, wenn man schon sehr lange auf dem Markt ist, sage ich jetzt mal, und man möchte sich aber vielleicht ein neues Image geben, dann ist ja irgendwie schon ganz klar, dass man sich vielleicht mit neuen Ideen, mit neuen Medien auch nochmal platziert. Und da wäre vielleicht, ne, so eine Online-Erweiterung wirklich eine gute Sache für ein Buch, weil man dann sein Stammklientel immer noch ansprechen kann über das klassische Buch, gleichzeitig aber eine technikaffine, jüngere Zielgruppe nochmal mit integrieren kann. Oder auch, ja, ältere Menschen sind ja durchaus auch affin für solche Lösung, für solche Angebote. Also das ergibt sich natürlich dann auch nochmal daraus. Also wie setzt man das Ganze auf? Genau, und dann eben die Frage, wie viel möchte ich selbst leisten? Das ist dann die Frage, wie teilt man sich die Arbeit auf? Wer macht was? Das ist auch immer gut, wenn man das im Vorfeld schon weiß, wenn man beispielsweise schon eine gute Gestaltungsagentur im Hintergrund hat, mit der man schon ein Dossier oder eine Broschüre gemacht hat und man hat gute Erfahrungen gemacht. Warum sollte man das nicht in dem Fall dann auch tun? Und dann wird es vielleicht der Fall sein, dass der Verlag sagt, okay, wir haben ja aber gewisse Vorgaben und dann gibt man die eben weiter an die Gestaltungsagentur und die setzen das dann um und am Ende sind alle Beteiligten zufrieden. Also da sind wir zumindest sehr offen für, ich kann jetzt nicht für alle Verlage natürlich sprechen, aber in aller Regel ist das kein Problem. Ich habe es ja schon mal grob angesprochen, es gibt natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man mit einem Buch auftreten kann. Also man kann wirklich in die Vollen gehen und einen großen Textbildband machen, der wirklich aufwendig ausgestattet ist, der mit Hochglanz Bilderdruckpapier arbeitet und mit allem Schnickschnack und darüber dann so eine gewisse Wertigkeit dann auch in diesem Auftritt dann kommunizieren. Kommt natürlich darauf an, was der Anlass ist. Man kann aber auch, wenn man jetzt weniger über das Bild gehen möchte, kann man natürlich auch sagen, man macht einen wirklich dichten Textband mit vielen Informationen. Kommt ja auch ein bisschen drauf an, mit welcher Thematik man sich befasst, also was das was der Hintergrund ist der eigenen Organisation, ne? Wenn man jetzt wirklich sehr forschungsnah ist oder mit hier arbeitet, wo wirklich permanent neue Erkenntnisse zutage gefördert werden, Bildungsbereich zum Beispiel, könnte mir da auch gut so einfallen, dann ist natürlich wirklich was Faktenreiches, ein Textband mit ein oder der anderen Bebilderung vielleicht das Naheliegendere, ne? Oder eine Grafik oder sowas. Genau, multimediale Hybridpublikation, Enhanced E-Book, das sind alles so Möglichkeiten, wie man das Projekt denken kann. Genau. Ja, also wie läuft der ganze Prozess dann ab? Ich wollte jetzt nochmal, bevor ich jetzt hier weitermache mit dem Publikationsprojekt und da wirklich in die Details gehe, hatten wir ja eingeplant, dass wir nochmal so ein kleines Quiz einschalten, einfach um zu schauen, ob es vielleicht schon Leute gibt, die mit der Fachsprache des
Verlagswesens und des Drucks Erfahrung haben. Und Bea, da würde ich dich nochmal auf den Plan rufen. Genau, sehr gerne. Ich bin gespannt. Was glauben Sie oder wissen Sie, was ein sogenannter Durchschuss ist? Ist das der Abstand zwischen den Grundlinien aufeinanderfolgender Zeilen oder Papierbogen, die beim Drucken verdorben wurden? Ist es der vertikale Zeilenzwischenraum oder im Bleisatz der Körper, der das Abbild des Buchstabens trägt? Da wird schon ausgewählt. Trauen Sie sich ruhig, es ist anonym. Also wir sehen hier nicht, wer richtig und wer falsch geantwortet hat. Sie werden das nur gleich dann selber erfahren, wenn das Handy für uns auflöst. Also trauen Sie sich ruhig. Was glauben Sie, ist ein Durchschuss? Okay, wunderbar. 63% haben ihre Meinung abgegeben. Dann teile ich einmal das Ergebnis. Und zwar, Sandy, sind 41% der Meinung, dass es der vertikale Zeilenzwischenraum ist. Haben die Leute recht? Genau, ja, das ist richtig. Genau. Okay, super. Wunderbar. Machen wir gleich weiter mit dem zweiten Quiz? Ja. Okay, prima. Dann würden wir gerne von Ihnen wissen, was ist ein sogenanntes Hurenkind im Kontext des Verlagswesens? Letzte Zeile eines Absatzes und zugleich die erste einer neuen Seite. Ist es ein Manuskript, dessen Autor unklar ist? Oder eine am Seitenende stehende Zeile eines neuen Absatzes? Oder eine kleine, ungewollt am Blattrand auftauchende weiße Ränder? Okay, hier haben wir auch eine ganz klare, ja, wobei das verschiebt sich noch. Ich warte mal lieber einen Augenblick, bevor ich etwas sage, weil da tut sich noch relativ viel. Die Hälfte hat hier schon mitgemacht. Oh, super, ich warte noch 2, 3 Sekunden. Wunderbar, 65% von Ihnen haben mitgemacht. Dann schauen wir mal, wir schließen einmal. Übertragen hier wieder das Ergebnis und hier sind mit 45% der Leute sind der Meinung, dass es am Seitenende stehende Zeile eines neuen Absatzes ist. Nein, das war die Antwort 3, nicht wahr? Genau, ja. Genau, nee, das ist tatsächlich nicht richtig. Sondern? Genau. Sondern es ist Antwort 1, also die, das, kannst du es nochmal vorlesen, wie es genau formuliert genau, war? Genau, ja klar. Die letzte Zeile eines Absatzes und zugleich die erste einer neuen Seite. 18% haben hier richtig getippt. Super. Genau, vielen Dank. Ja, schön. Ja, genau. Ja, es ist teilweise kuriose Sprache, die sich ja auch so, jetzt nicht in diesem Fall, aber in anderen Fällen so weiterträgt, immer noch aus dem Setzer- und Druckergewerbe. Also da gibt es tatsächlich sehr viel antiquierte Begriffe in der Verlagssprache. Gut, naja, nach dieser kleinen Aktivierung machen wir einfach mal weiter. Also ich wollte noch mal kurz auf dröseln. Wie läuft so der Publikationsprozess ab? Was wird alles... Was fällt alles an und was muss man sich gefasst machen? Und das hat ja dann auch nochmal Folgen für die Zeitplanung, denn man muss wirklich, sollte sehr viel Zeit einplanen, allein schon der Druck dauert inzwischen durch den Papiermangel, Sie bekommen es ja alle mit, bis zu 8 Wochen von einer Buchpublikation. Und dann muss man, so machen wir das in der Regel, wenn wir ein Anlieferdatum haben, rechnen wir immer rückwärts. Ne? Wenn das Ganze irgendwie am 15. August angeliefert werden soll, dann planen wir nach hinten 8 Wochen für die für den Druck ein und so weiter und so fort. Und alles, was dazwischen dann noch passieren muss, stelle ich jetzt einmal kurz vor. Also was muss man machen, bevor es überhaupt an Textarbeit geht? Ne? Da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Also Bedarfsermittlung durch Vorabgespräch, man macht ein Konzept, man schaut, braucht man einen Autor oder ist ein Manuskript schon da? Wenn man Autoren braucht, wird er natürlich akquiriert. Man erhält sich über Bilder, wo sind die zu finden? Muss man vielleicht in Archive oder kann man sich mit Bilddatenbanken und Bildagenturen behelfen? Genau, dann, wenn man schon mal ein bisschen Material hat, dann wird der Verlag hingehen und schon mal ein Musterlayout erstellen nach den Vorstellungen, die der Auftraggeber hat, die Auftraggeberin. Wenn es noch gar keine Vorstellungen gibt, dann arbeitet man vielleicht auch einfach mal ins Blaue hinein und lässt den Grafiker einfach mal was Schönes erstellen.
was zur Thematik passt. Genau, dann wird irgendwann das Manuskript hoffentlich eingehen. Das ist ja immer so das Wichtigste, der Kernpunkt, wo es auch die allermeisten Verschiebungen oft gibt. Und das muss natürlich dann abgenommen werden, muss gewisse Qualitätsstandards erfüllen. Und wenn es das nicht tut, dann wird nochmal ein Lektorat oder ein Korrektorat drüber laufen gelassen. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, mit wem man zusammenarbeitet. Also jetzt, ich habe ja eben die GUG angesprochen, die Gesellschaft für Unternehmensgeschichte. Jetzt, wo wir mit denen zusammenarbeiten, die machen Lektorat immer selbst. Also da kann man dann sicher sein, dass das Manuskript, was eingeht, auch wirklich gut ist. Genau. So. Jetzt wird es eben ein bisschen technischer oder es wird einfach ein bisschen, geht ein bisschen mehr in diesen Bereich hinein, den man sich nicht mal so ganz so gut vielleicht erschließen kann, weil es eben diese Blackbox ist. Was passiert eigentlich in der Redaktion? Bei uns ist es so, dass die Texte zunächst einmal redaktionell vorbereitet werden, also für den Satz vorbereitet. Dann sieht das Ganze auch wieder ganz anders aus, als man das natürlich von der Manuskripterstellung gewöhnt ist. Und dann entdeckt man auch wieder kleine Fehlerchen, die man vorher überlesen hat, an die man sich gewöhnt hat einfach. Genau. Und wenn das Ganze abgenickt ist, dann geht es zum Setzer und es wird eben ein erster Umbruch, so heißt es dann, erstellt. Heutzutage bekommt man das nicht mehr in Papierform in aller Regel, sondern als PDF und bekommt es dann in der ersten Korrekturschleife. In aller Regel gibt es zwei zugesandt und hat dann die Möglichkeit, da nochmal Korrekturen einzubauen, zu sagen, nee, an der Stelle soll das Bild bitte ein bisschen höher sitzen oder hier in den Rand, in die Marginale reinlaufen. Und solche Veränderungen sind da halt noch möglich. Dann wird das Ganze nochmal zurückgeschickt an die Setzer und die pflegen die Korrekturen eben ein. Und dann gibt es den sogenannten zweiten Umbruch, wo man dann eben auch nochmal drauf schaut, selbstverständlich. Aber dann sollte man wirklich keine größeren Änderungen mehr haben. Das ist dann immer mit sehr großem Aufwand nochmal verbunden. Kommt natürlich aber auch vor. Richtig. Genau, dann unterhält man sich irgendwann über ein Cover. Da ist es bei uns so, dass immer sehr gerne Vorschläge gemacht werden dürfen. Wir gestalten aber auch gerne einfach mal so ins Blaue hinein, was wir denken, was zu der Thematik passen würde. Und natürlich auch die Titelformulierung. Die habe ich jetzt hier gar nicht aufgeführt. Aber das ist ja ein wichtiges Marketinginstrument. Und da würde man sich in diesem Kontext auch nochmal Gedanken machen. Macht mal in den allermeisten Fällen wirklich so am Schluss, kurz bevor das Buch erscheint. Genau. Werbetexte sind natürlich auch ein wichtiges Thema. Heutzutage müssen die oder sollten die auch SEO-optimiert sein, also dass sie von Suchmaschinen ausgewertet und erkannt werden können und dass einfach so gewisse Formulierungen und Schlagworte drin vorkommen, die für die Thematik, die man kommunizieren möchte, einfach zentral sind, damit das Buch aufgefunden werden kann. Das ist ja heute das A und O, dass man einfach sichtbar ist. Genau, dann wird irgendwann die Druckfreigabe erteilt und dann geht das Ganze in den Druck. Wie gesagt, muss man dafür halt eine gewisse Zeit einplanen und am Ende steht dann die Auslieferung der Exemplare, die man geordert hat. Genau. So, und dann ist aber natürlich der ganze Prozess noch nicht vorbei, denn jetzt geht erst die Bekanntheitmachung sozusagen geht erstmal los. Und in aller Regel hat man da ja verschiedene Möglichkeiten. Also die allermeisten Verlage haben einen eigenen Webshop, wo sie ihr Buch anbieten können. Aber der wichtigste Partner ist und bleibt natürlich der Buchhandel. Und da werden die Bücher dann eben ins Verzeichnis lieferbarer Bücher aufgenommen und sind dann so überall bestellbar und auch von den Grossisten bestellbar, die nehmen das dann gegebenenfalls auf Lager, wenn sie es eben für passend erachten. Genau. Um das ganze Thema Auffindbarkeit langfristig auch wirklich gewährleisten zu können, muss man Metadaten pflegen. Also Metadaten ist alles gemeint, was über die Publikation bekannt gemacht werden sollte. Also Autor, Herausgeber, Seitenzahl, wie viel Abbildung, wie viel davon farbig, Schlagworte, ganz, ganz wichtig, damit das Ganze natürlich auch gefunden werden kann. Genau, also im Laufe jetzt jetzt in Zeiten der Digitalisierung wird das Ganze dann noch komplexer. Das Ganze kann dann auch semantisch nochmal angereichert werden, wirklich mit Daten, die sich dann auf den Inhalt beziehen und wo dann Maschinen solche Sachen auch nochmal auslesen können. Also das ist jetzt für das wissenschaftliche Publizieren wirklich sehr, sehr wichtig. Aber in den allermeisten Fällen, jetzt wenn es um Sachbuch oder sowas geht, reichen die Daten, die ich eben so grob erstmal genannt habe, so als erste
Liste. Genau, da muss man ja Pflichtexemplare liefern, ne? Die Deutsche Nationalbibliothek, das übernimmt auch der Verlag. Und idealerweise gliedert der Verlag, für den man sich dann entschieden hat, das Ganze dann auch in die Marketingmaßnahmen ein. Also nimmt das Ganze in die Buchhandelsvorschau auf, nimmt es auf in seine Kataloge, die er womöglich vertreibt, oder in seine Programmvorschau. Sehr wahrscheinlich gibt es ein E-Mail-Marketing, wo das Ganze integriert werden kann. Also was nimmt dann seinen Lauf. Genau, ich habe hier noch am Schluss, da möchte ich jetzt auch so viel gar nicht zu sagen, aber einfach nur so als Handreichung sozusagen nochmal eine Folie eingebaut, wo es um das Thema Abbildungen geht, weil das in unserer Erfahrung einfach wirklich die größten Probleme oft mit sich bringt. Und da wollen wir einfach immer sensibilisieren. Es ist wichtig, die Rechte zu klären im Vorfeld. Das erfordert oft sehr viel Energie und Zeit. Man muss sich dann mit vielen Rechteinhabern auseinandersetzen, gegebenenfalls. Deswegen ist es immer gut, man hat Abbildungen, die gemeinfrei sind. Das ist immer das Allerbeste, aber das geht halt nicht immer. Genau, und dann braucht man natürlich gute Vorlagen, sonst werden die Bilder einfach ja, nicht den gewünschten Effekt erzielen. Und deswegen braucht man eben Vorlagen mit einer ausreichenden Auflösung, mindestens 300 dpi. Genau. Genau, also das noch zu diesem Thema. Und ansonsten bin ich dann aber mit diesem Prozess eigentlich erstmal durch. Hier habe ich nochmal so als Anschauungsmaterial mitgebracht, wie sich ein gesetztes, gelayoutetes Publikationsprojekt unterscheidet von dem Manuskript. Also da sieht man, dass es das schon einfach nochmal einen großen Unterschied macht. Und wie das eigene Buch dann am Ende innen ausschauen kann vom Layout her. Genau, und jetzt wäre ich offen für Fragen. Hier haben Sie am Ende nochmal meine Kontaktdaten, falls Sie irgendwann mal auf uns zukommen möchten. Aber wie ich schon sagte, die Verlagswelt ist ja groß und bunt. Da gibt es viele Menschen, die man ansprechen kann. Wir sind einer davon und freuen uns über neue Kooperationen. Und ja, vielleicht ergibt sich ja was. Ansonsten, wie gesagt, stehe ich jetzt auch nochmal für Fragen offen. Wunderbar, liebe Sandy. Hab vielen Dank in den Einblick in die Möglichkeiten der Buchpublikationen. Tatsächlich möchte eine Teilnehmerin gerne wissen, ob ihr auf einer Buchmesse vertreten seid, damit man dann auch gegebenenfalls mal persönlich ins Gespräch kommen kann und Dinge klären, sagt sie oder fragt sie. Ja, also früher waren wir wirklich ganz standardmäßig immer bei den Buchmessen dabei, also Leipzig und Frankfurt, gesetzte Termine. Aber das haben Sie ja vielleicht alle auch mitbekommen, so aus der Presse, dass sich das so ein bisschen wandelt. Also jetzt nicht nur durch die Pandemie, aber auch durch die Pandemie ist das Ganze ja nochmal so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt. Und viele Verlage, das höre ich immer häufiger, überlegen halt schon noch, ne, also den Nutzen des Ganzen. Aber langfristig wird uns das natürlich erhalten bleiben und auch für uns, denke ich, ein Pflichttermin bleiben. Wo wir uns jetzt mit unserer Abteilung noch stärker positionieren, ist bei Fachtagungen. Also sei es jetzt der Deutsche Historikertag oder ich war erst neulich auf dem Kunsthistorikertag. Also da trifft man uns dann an mit unserem Angebot, weil wir uns ja wirklich sehr stark auch auf Wissenschaftspublikationen eingeschossen haben. Aber genau, auf den großen Messen ist dann die WBG als Ganzes vertreten. Und da stehen wir auch immer zum Gespräch bereit. Sehr schön, dann wissen wir, wo wir Sie demnächst oder Sie, Frau Lunau, demnächst antreffen können. Scheuen Sie sich nicht, gern noch Ihre Fragen hier in den Chat zu schreiben. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Es waren viele Informationen. Wahrscheinlich muss ich da einiges auch noch setzen und dann während des Doings, sage ich mal, kommen dann wahrscheinlich noch unterschiedliche Fragen auf. Und genau, das Gute ist ja, dass Sie auch nochmal nachschlagen können, dann in der Präsentation und nochmal in die Aufzeichnung reinschauen, wenn jetzt erstmal in dem Moment keine weiteren Fragen sind. Aber ich warte gerne nochmal einen Augenblick. Vielleicht schreibt noch die ein oder andere Person und nutze ganz kurz die Gelegenheit, um zwei Webinare, die wir noch vor Ostern durchführen werden, anzukündigen. Das haben Sie auch, den Link habe ich Ihnen in den Chat gestellt, und zwar einmal in der kommenden Woche, ich glaube, das müsste der kommende Montag sein, der 11.4. Da geht es mit der Kanzlei Winhaler um das Thema Umsatzsteuer bei gemeinnützigen Organisationen. Schon viele Anmeldungen, scheint ja ein sehr relevantes Thema gerade zu sein.
Und dann am 12.04., einen Tag später, das ist dann der Dienstag, da geht es um ein ganz anderes, aber nicht weniger spannendes Thema, und zwar die Grundlagen des Webdesigns und von Usability. Also auch sehr spannend mit einem tollen Referenten, der einiges für Sie vorbereitet hat. Also wenn Sie mögen, schalten Sie sich da gern wieder rein. Ja, der Chat ist bislang leer, Sandy. Das heißt, wir können vielleicht 3 Minuten früher Feierabend machen oder zumindest in die Mittagspause gehen. Genau. Ist ja auch so weit. Feierabend ist wohl noch nicht. Aber ja, dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken für deinen Input. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es auch sehr schön, dass du hier die Quizfragen mit eingebaut hast, um einfach mal ein bisschen was anderes zu machen. Das lockert dann doch zwischendrin immer wieder auf. Also vielen Dank dafür und ja, dann hoffe ich, dass wir uns zu einer anderen Gelegenheit wiedersehen. Und hier kommen auch schon Dankesgrüße in den Chat. Die leite ich dir natürlich im Anschluss gerne weiter. Und ja, dann wünsche ich Ihnen und dir noch einen angenehmen Tag. Bis bald. Ja, gleichfalls. Und danke, dass ich da sein durfte. Ciao, ciao. Tschüss.